Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, letzte Folge haben wir von Velvets kühnem Plan erfahren. Und jetzt wollen wir doch mal zum Anfang der Höhle zurück. Wir nutzen mal diesen Teleportring. So, und jetzt haben wir es nämlich gar nicht mehr weit. Das hier hinten nehme ich trotzdem noch mit. So, und dann schaue ich mal. Ich denke, meine Ausrüstung, die werde ich mal ein bisschen im Off optimieren. Mal schauen, was ich da jetzt eigentlich alles so dazu bekommen habe. In der letzten Zeit kam ja doch einiges rein. Und da werde ich mich da mal so ein bisschen durchwühlen, mal schauen, was ich da mitnehmen sollte. So, und da steht Dial. Sleep well? Just fine, thanks. And your special concoction? Ready for deployment anytime. By the way, I never caught your name. Velvet. We'll sail together if you live, Velvet. If not, at least I know what to put on your tombstone. You've got a sharp tongue. I've always been that way. Right then, we're off to attack Helavies. Ja, auf geht's. Ich bin gespannt, aber wir haben noch ein Gespräch. That reminds me. Where do you think that boy who took the compass ran off to? Helavies, I'd imagine. Since Malakim are always tethered to exorcists. That means we might run into him during our attack. Are you getting squeamish about killing the boy because you feel indebted to him for healing you? No. If he gets in the way, I'll take him down. But... But? I have to remember to thank him first. Right. Does that bother you at all? No, not really. I just know that Malakim don't taste very good. Malakim don't suit your palate? I'll call that a positive. Okay, da wollen wir doch mal gucken. Wir müssen jetzt zum Haupteingang, wie wir hier auf der Karte markiert sehen. Ich bin übrigens gefragt worden, ob ich die Gespräche vorlesen kann. Ich werde aber nur die Sachen vorlesen, die nicht synchronisiert sind, weil ich will eigentlich nicht die Sprache rausschneiden. Und ich laufe jetzt einmal hier hoch und springe dann auf der anderen Seite runter, weil ich will die Katzgeister hier hinten haben. Ach, Mann. Also ich möchte die Synchronisation eigentlich ungern rausschneiden, wenn sie schon mal drin ist. Und wenn ich die Ingame-Sprache mit meinen Worten quasi überlese, das hört sich wirklich dann katastrophal an. Aber es sind ja auch die Untertitel eingeblendet. Das heißt, man kann das ja alles mitlesen. Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff. Was haben wir hier? Combo-Bonus-Effekte. Kriegsartist. Reduzierte SG-Kosten. Verborgene Artist. Erhöhte Chancen, Status-Effekte zu verursachen. Malak-Artist. Verlängerte Taumelzeit. Seelenbrecher. Erhöhter Schaden. Der Effekt des Seelenbrechers ist besonders groß und die Durchführung eines mythischen Artes nach mehreren Seelenbrechern verursacht enorme Schäden. Das werde ich wahrscheinlich sowieso wieder nur hinbekommen, aus reinem Zufall. So, Kamille. So. Ich weiß, da oben ist auch noch ein Katzgeist. Aber... Who goes there? Oh, I'm pretty sure you were expecting me. Okay, wir müssen jetzt gegen sie kämpfen. Spätestens jetzt sollten sie wissen, wer ich bin. Wenn nicht, machen sie ihren Job nicht gut. Ich wollte gerade sagen, machen sie sowieso nicht. Das war gerade noch relativ easy. Oh. Und jetzt müssen wir in die Stadt rein, oder wie? Um die Leute abzulenken, während Dial das Schiff klauen kann, kapern kann. Ja. Und das noch. Okay, Bernsteingürtel. Ja, wie gesagt, ich muss mal schauen. Ah ja, genau, jetzt können wir hier rein. Ich muss mal schauen, dass ich die Ausrüstung mal optimiere im Off. So. The townspeople are gone. I was right. It's a trap. Ah, ja. Wir können auch nirgendwo mehr rein.
Das ist egal, das macht uns überhaupt nichts. Und da steht Magilu bei Theresa. Habt ihr es gesehen? Well, look who actually showed up to rescue me. Oh, you're more of a softie than I ever gave you credit for, demon lady. You're here. You're the demon that escaped the island? What if I am? You hurt my dear Oscar. You will pay for that. Slowly. Ach ja, wenn du meinst. Come and face me then, exorcist. I am honor bound to aid her. Das habe ich leider gerade komplett verhauen. Weil jetzt habe ich mir mit dem Betäuben wieder einen SG zurückerobert, quasi. Wenn man jemanden betäubt, dann bekommt man ja SG zurück. So. Jetzt aber, jetzt kann sie hier mal meine ganze Macht sehen. Verflixt, schon wieder vorbei. Es müsste definitiv länger halten. Ja. Jetzt können wir wieder. Kann das sein, dass die ein bisschen mehr aushalten als die anderen? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja. Also der kam auf jeden Fall überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. So, jetzt aber hier. Die haben ja überhaupt gar keine Chance. Ich freue mich wahrscheinlich zu früh und gleich versage ich dann wieder. Ich kenne dich doch. Wahnsinn. Wir haben noch gar keinen Schaden bekommen hier. Oh, hier, jetzt machen wir hier wieder. Wow. Krass. I admire your endurance, but you will regret this soon enough. Number two. You can't finish your own work. Coward. I won't fall for your taunts. That arm of yours is too dangerous. Besides, to dispose of demon filth, one ought to use an appropriate tool. Well, I've got tools of my own. Tools of flamestone, sulfur, and oil. Those will explode. Ja, doch. What? Our stores of flamestone! Rokuro! I'm with you! Hey! Aren't you forgetting someone? What are you all doing? After them! Lady Theresa! The ships! The port! It's all on fire! Orderlies, put out the fires at once! Tja, da haben wir sie wohl ganz schön an der Nase herumgeführt, hä? Huh? Das hätte sie nicht gedacht. Okay, jetzt haben wir wieder alle drei zusammen. Move it! We're ready to set sail! Geil! Oh shit, den brauchen wir noch! Den brauchen wir noch! I won't let you escape! Never! See this? See this? You deceitful snake! I'm a demon. Spare me your sermons. Then you can pay with your life! Oh shit, ich hab einen. Okay, hab ich wieder.
Ich will mich eigentlich an den Kindern vergreifen, aber ich fürchte, die helfen ihr. Und deswegen müssen wir die als erstes ausschalten. Ah, verflixt. Okay. Ich muss betäuben. Damit ich meine einen... Okay, das habe ich wieder. Jetzt ist nur noch Theresa über. Er kämpft immer noch gegen das Kind. Ist doch noch mehr als nur... Auf Verflixt kann ich die nicht betäuben? Das wäre jetzt blöd. Scheint nicht so, als ob ich sie betäuben könnte. Doch, ich habe es geschafft. Nee, das war Rokuro. Warum kann ich sie dann nicht betäuben? Ich mache ultra wenig Schaden, wenn ich sie nicht betäube. Jetzt habe ich es geschafft. Also nicht ultra wenig Schaden, wenn ich sie nicht betäube, aber... Au. Das wirst du mir büßen. Du glaubst nicht ernsthaft. Ja, du glaubst, dass du besser bist als wir. Bist du aber nicht. Das werde ich dir zeigen. So. Exorcist Praetor Theresa, I give you this order. Do it, number two. The kid's gonna blow himself up. Oh. To think you were a demon. The crybaby exorcist. I wasn't crying. Two praetors, not looking good. Knock them back. That's an order. Knock them back, or I'll eat you. An order? Now! Ah, jetzt nehmen wir den mit. Ah. Nummer zwei passt sowieso viel besser zu uns. Why would they do such a thing to us? We're finished! Helavis is no more! Curse you! Curse you! Such ghastly demons! The Abbey, no. Lord Artorius himself must be informed. Keine Angst, Kleine. Der wird schon noch früh genug davon erfahren. Wow, das hat uns jetzt ein komplettes Level gebracht. Das ist natürlich krass. Okay, Ventitis Paladins. Wenn du für gewisse Zeit abwehrst, wird der Einsatz von Seelenladungen ermöglicht. Mit Ventitis Paladins, Seelenladung. Durchgängige Abwehr für 1,5 Sekunden, um 30 SG wieder zu erlangen. Okay. Einige Gegner gewinnen an Stärke, wenn ein bestimmter anderer Gegner ebenfalls auf dem Schlachtfeld anwesend ist. Dieser Effekt heißt Kraftverbindung. Du kannst Kraftverbindung zerstören, indem du die entsprechenden Gegner besiegst. Kraftverbindungen kommen meist bei Verstärkungen vor. Unterschätze also deine Gegner nicht, selbst wenn sie einen niedrigen Level haben. Okay. Alles klar. Okay, wir haben jetzt das Schiff und sind unterwegs. Auf Richtung Midgard, würde ich sagen. Auf zu Artorius. Well, that turned out better than I expected. Though we wound up with a little extra. Extra? He looks like he'd be a scrumptious midday snack for you. A snack? She's just teasing. No. If that's an order, I accept it. Should we really be taking this kid along?
His arts will be useful to us. And we can always get rid of him. Precisely. Malakim are tools. Use them and ditch them. Isn't that right, number two? Yes. Ich muss ja sagen, ich fand Magilu fand ich erst echt cool. Mittlerweile weiß ich nicht mehr ganz so, was ich von ihr halten soll. Gut, ich würde an dieser Stelle fast sagen, wenn uns jetzt das Spiel schon vorschlägt zu speichern, dann würde ich auch sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle für heute von euch. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht hier auf Hoher See. Das war auf jeden Fall eine actiongeladene Folge. Und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut klappt. Das ging eigentlich wirklich super. Wie so ein warmes Messer durch die Butter. Okay, ich würde aber sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute. Danke euch, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut, bis zur nächsten Folge Tales of Berseria. Tschüss!